Liebe Bürger Deutschlands, seit nun mehr als 3 Monaten erleben wir einen gewaltigen Krieg im Nahen Osten, der bislang über 20.000 palästinensischen Menschen das Leben kostete. Darunter vor allem Frauen und Kinder. Experten bezeichnen die Offensive der israelischen Regierung als eine der zerstörerischsten der Geschichte. Und unsere Reaktion in Deutschland? In der Politik spricht man nur von einer Solidarität mit Israel. Doch wo bleibt die Solidarität mit den Palästinensern? So viel Leid und so viele Tote und noch immer sind wir nicht für eine Waffenruhe. Wieso erheben wir unsere Stimme nicht gegen das Leid? Wieso schauen wir einfach nur weg? Ich möchte heute erfahren, wie die Menschen auf der Straße diesen Krieg wahrnehmen. Wir erleben gerade einen Krieg, ganz, ganz schlimmen Krieg im Nahosten, wo viele tausende Menschen sterben. Wie nehmen Sie diesen Konflikt hier wahr? Es belastet mich schon, ganz klar. Weil irgendwie denke ich, dass es Jahre dauert oder gar nicht lösbar ist. Das finde ich halt so schlimm. Es sterben so viele unschuldige Menschen und Familien. Das ist absolut eine schlimme Situation. Ich glaube, das ist uns beiden auf jeden Fall bewusst und vielen anderen Leuten auch. Aber so wie die deutschen Medien halt gerne mal sind, wird es halt runtergeprescht. Einfach schrecklich, dass die Leute sterben und also man muss auf jeden Fall eine Lösung da finden. Das ist ja schon seit Jahrzehnten oder seit so lange ich leben kann ein Konflikt, wo auch niemand irgendwie eine Lösung weiß. Und es ist schon sehr traurig, dass wir aktuell halt mit so einer Situation so leben müssen. Ne? Das ist da keine friedvolle Lösung, egal von welcher Seite es da irgendwie gibt. Ne? Das Schlimme, was ich finde, dass wir im Jahre 2023 jetzt noch leben, demnächst in 2024 und uns immer noch bekriegen. Und das sind jetzt nicht Sie oder ich oder Ihr Kameramann oder wer auch immer, sondern das sind Machthaber, die andere Menschen manipulieren und für ihre Zwecke benutzen. Wenn man sich jetzt vorstellt, Bethlehem ist ja eine Pilgerstadt für Christen und dass dort jetzt eben viel Zerstörung ist und sehr viel Leid und Elend, das ist einfach erschütternd, dass es so weit gekommen ist. Interessant waren auch diese Stimmen, denn viele lässt die deutsche Berichterstattung zum Nahostkonflikt unzufrieden zurück und erweckt den Eindruck der Desinformation bei ihnen. Also ich würde sagen, wir kriegen davon nicht so viel mit, einfach weil Deutschland da irgendwie auch nicht so viel zulässt an den Medien oder nur eine Seite zeigt. Aber man kriegt durch Social Media viel mit. Man sieht dieses Leid zwar nicht in den Medien hier in Deutschland, aber wenn man Instagram hat oder so, dann sieht man schon, was da passiert. Also ich finde es auch sehr schlimm. Ich finde es aber schwierig, darüber zu urteilen, wenn man nicht 100% informiert ist. Trotz der hohen Anzahl getöteter Zivilisten stellt sich mir dringend die Frage, wie weiterhin von Selbstverteidigung gesprochen werden kann. Der Spiegel hat heute Morgen geschrieben, dass jetzt mittlerweile 20.000 Menschen gestorben sind. Aber dennoch sprechen wir in der Politik immer noch von Selbstverteidigung. Wäre es nicht richtig? Das ist es nicht. Das finde ich auch nicht. Also das sind Interessen, die da vertreten werden, hinter denen ich da auch nicht hinterstehe. Ne? Wobei man, wir als Deutscher, das ist ja der Konflikt, der in erster Linie da ist. Ne? Und jeder weiß natürlich, was Deutschland für eine Verantwortung gegenüber den Juden da mal hatte, ne? Oder immer noch hat. Die Frage ist, ob die Verantwortung immer noch existiert denen gegenüber oder nicht. Ja, das ist unglaublich, das ist unfair. Wir kommen selbst aus Ukraine und wir können das also als niemand anderes verstehen. Und ja, wir können verstehen, wie schade das ist, dass also in einem Land die Leute sterben und anderem also ist einfach egal. Aber sind jetzt 20.000 Menschen bereits im Gazastreifen gestorben durch die ganzen Bombendrohungen, Angriffen der israelischen Regierung. Und in Deutschland sprechen wir immer noch davon, dass Israel sich ja nur selbst verteidigt. Ist das eine Selbstverteidigung? Nein, ich würde nicht sagen. Was ist das? Ein ganz normaler hinterlistischer Krieg, würde ich sagen. Genauso wie die Leute auch verhungern da unten. Es herrschte unter den Menschen viel Entsetzen. Jedoch konnte ich bei vielen eine gewisse Zurückhaltung und Distanz zu diesem Thema spüren. Habe ich keine Meinung. Also ich verfolge das zu wenig und kann da keine Meinung sagen. Wir sehen einen sehr brutalen Krieg zurzeit im Nahosten. Wie sehen Sie diesen Konflikt? Oh, dazu sage ich lieber nichts. Dasselbe Gefühl hatte ich auch, als ich diese Aussage unseres Bundeskanzlers hörte. Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, die ihn leiten. Und deshalb kann man sicher sein,
dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Da habe ich keinen Zweifel. So viel Solidarität. Aber die Frage bleibt, wem wird sie wirklich zuteil? Ignorieren wir das Leid in Gaza oder entscheiden wir uns bewusst, einfach wegzuschauen? Später traf ich mich mit Said Arif, einem Imam und Theologen. Mit ihm wollte ich darüber sprechen, wie er als deutscher Muslim diesen Konflikt wahrnimmt. Alle Menschen, die ein wenig Empathie im Herzen haben, das belastet sie alle. Das belastet natürlich auch mich, wenn man all das Leid sieht der unschuldigen Menschen, die zu Tode gebombt werden, darunter unschuldige Kinder, Frauen, Männer und auch ältere Senioren. Können Sie es nachvollziehen, dass man trotzdem in den Medien, in der Politik von einer Selbstverteidigung spricht? Wenn man angegriffen wird, hat man das Recht auf Selbstverteidigung. Aber ich glaube, dieser Konflikt ist einfach nicht militärisch zu lösen. Also wir dürfen nicht vergessen, was im Fokus und Mittelpunkt stehen muss, ist der Konflikt selbst, das Leid der unschuldigen Zivilisten. Und wenn hier in Deutschland, in der Gesellschaft, in der Mediengesellschaft Diskursverschiebungen stattfinden, dann müssen wir es schaffen, den Diskurs wieder auf den Kernpunkt zu lenken. Man sieht ja in den Medien auch in der Vergangenheit, es wird über Islamophobie gesprochen, Antisemitismus gesprochen und vieles anderes, Migration, Asyl und so weiter, aber nicht eigentlich über die Kernthematik. Und die Kernthematik ist einfach, dass das Leid der unschuldigen Menschen aufhören muss. Und wir müssen es schaffen, dass wir diesen Diskurs genau wieder in diese Richtung lenken. Ich meine, wir sind Diskriminierung, Islamfeindlichkeit seit 9-11 so oder so schon gewohnt. Das ist für uns nichts Neues. Und ich glaube, diese Diskriminierung ist im Vergleich zu dem Leid, was die Menschen dort spüren, gar nichts. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, es gibt einen Podcast von der Welt, Welt Talk nennt er sich. Darin wurde gesagt, das war ein Podcast gewesen, ein Talk zwischen einem jüdischen Rapper und dem CEO der Bild, Matthias Döpfner. Und der Titel lautete, Free Palestine ist das heutige Heil Hitler. Ja. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie sowas lesen? Einfach unglaublich. Man kann nur mit dem Kopf schütteln und sieht, wie eigentlich die eigene Geschichte instrumentalisiert wird, sich reinzuwaschen und dann gerade eigentlich da, wo es wichtig ist, ja, die Stimme zu erheben und sich das Leid für die Menschen einzusetzen, für Frieden sich einzusetzen, dass man dann halt sowas von sich gibt, ist eigentlich ein Skandal an sich. Und ich denke, das sollte auf jeden Fall festgehalten werden. Und die Menschen, die solche Aussagen getätigt haben, das darf man nicht so leicht vergessen. Mhm, ja, also absolut. Man muss sie früher oder später nochmal damit konfrontieren. Und ich kann persönlich nur sagen, ich wünsche allen Menschen auf der Welt Frieden und Gewalt muss es eigentlich nicht geben. Dass man alles Mögliche versuchen sollte, egal, dass man erstmal ganz unparteiisch an die Sache rangehen sollte und versuchen sollte, mit allen involvierten Parteien an einen Tisch zu holen und auf jeden Fall für menschlichen Frieden. Ich würde sagen, wenn wir helfen wollen, im Krieg helfen wir alle und nicht nur ein Land. Also ich wünschte mir, dass man schon den Mut hat, da klar Position zu beziehen. Das haben ja auch sogar der französische Präsident hat ja sich für einen Waffenstillstand eingesetzt gehabt. Und ich glaube, da sollte die Bundesregierung eigentlich an der Vorfront sein. Aber ist sie leider nicht und damit müssen wir uns einfach abfinden. Aber der Schaden, der dadurch verursacht wurde, ist so riesig und er wird so unterschätzt, was in den Köpfen und Herzen der Menschen geschehen ist. Gerade die Migrationshintergrund haben, die selbst Muslime sind, oder auch, dass man gesehen hat, wie einfach Menschen in den Stich gelassen werden. Jede Stimme zählt, jede Stimme ist von Bedeutung. Denn nur gemeinsam schaffen wir eine Stimme für den Frieden. Stoppt das Töten von Unschuldigen.